Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck der REIT Innovative Industrial Properties. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zur Vorbereitung bei Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Immobilienbranche tätig. Und zwar mit einem Fokus auf Cannabisanlagen. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 4,8%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wo liegt der aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier beziehe ich mich auf die Funds from Operations, wie es bei Immobilienaktien bzw. REITs üblich ist. Und hier liegt der Wert momentan bei 92% und das ist eher mäßig, würde ich sagen, auch für einen REIT. Und hier vergebe ich damit 0 Punkte. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier liegt der Wert momentan bei 100% und auch das ist ermäßigt meiner Meinung nach. Damit vergebe ich hier ebenfalls 0 Punkte. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also eine Dividende gibt es erst seit 2017 und seitdem ist diese allerdings angestiegen und zwar recht deutlich und zwar von 0,55 auf 5,72 US-Dollar je Aktie und hier gab es auch keine einzige Dividendenkürzung in diesem Zeitraum und damit vergebe ich hier insgesamt einen halben Punkt, also keinen ganzen Punkt, da eben noch keine 10 Jahre Dividende ausgeschüttet wird. So, dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also während der Finanzkrise gab es noch keine Dividende für die Aktionäre bzw. die Aktie gab es noch gar nicht und damit können wir hier keine Daten analysieren. Damit vergebe ich hier neutrale Nullpunkte, also weder ein Minuspunkt noch ein Pluspunkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um starke bzw. extrem starke 76% angestiegen unterm Strich, also in den letzten 5 Jahren. Und das gibt für mich natürlich einen deutlichen vollen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen, und zwar von 5,72 auf 7,22 US-Dollar je Aktie, also so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten. Und damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Schätzungen der Analysten sollen die Funds from Operations je Aktie ansteigen, und zwar von 6,17 auf 8,44 US-Dollar je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Prognosen für 2022. Und damit gibt es hier von mir auch nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Innovative Industrial Properties bei meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Dividendencheck anbelandet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck und hier landet die Aktie momentan mit den 3,5 erreichten Punkten hier auf dem 8. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. So, dann kommen wir jetzt noch, also dann werde ich noch jetzt schauen, wie die Aktie aktuell bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von circa 2016 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist circa Mitte Juni 2022 und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Funds from Operations. Und hier sehen wir jetzt, dass aktuell hier der Kurs momentan unterhalb der gestrichenen Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zu den bereinigten Funds from Operations. So, das war es dann noch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch abschließender Hinweis. Mein Check, der gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.